das Buch so. Keine also Handeln? Man braucht irgendwie Sternstaub oder mir. Einfacher ist es, Sternstaub zu suchen. Das ist ein Kraut. Kein Staub von einem Stern. Das wäre die harte Tour. Ich hab das sogar, das Zeug. Ach echt? Nee, oder? Warte, doch, ich hab Sternkraut schon mal gesammelt. Das Kraut muss man zu echtem Sternstaub zermahlen. Ja, habe ich gemacht schon und mal. Und dann ich mit Knochenstaub vermengen. Ach, Sternstaub mit Knochenstaub vermengen? Ja. Habe ich. Oder hab kombiniert beides, es mit Mondstaub, das geht ich auch. Beides in der Tasche. Moment. Ich muss auch noch ein bisschen Scheiß anreden. Mondjuwel zu Mondstaub. Und wenn ihr den Sternstaub kombiniert... Achso, wenn wir Mondstaub mit Sternstaub kombinieren, dann haben wir Feenstaub. Mondstaub? Und was machen wir mit dem Feenstaub? Tja. Ja, das steht hier jetzt natürlich nicht. Das steht da natürlich nicht. Na toll. Aber wir lernen. Wir lernen. Das ist ja echt alles klauen, ey. Das ist heftig, wie krass du klauen musst auch, ja. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie anders finden kann. Also, Knochenstaub. Ich glaube, ich habe sogar so einen Mondstein, den Sternstaub. Krieg- und Siegstein. Ja, Mondstein. Aber ich weiß nicht, ob ich den zermahlen kann. Den. Kann ich den mit dem Hammer bearbeiten? Gib mir den, ich habe einen Mörser. Ich habe auch Knochen. Kannst du, glaube ich, auch mörsern wahrscheinlich. Knochenstaub. Und den Mondstaub mit dem anderen Staub mischen. Warte mal, da war zu viel Staub. Ich weiß Feenstaub nicht. Mit Mondstaub. Mondstaub mit Sternstaub. Nee, das habe ich nicht. Aber ich habe Feenstaub. Ach, du hast schon Feenstaub. Ja, habe ich gerade gemacht aus dem Sternstaub. Ja, Feenstaub ist das, was wir brauchen. Ja, hier. Ja, ich weiß nicht, was man jetzt damit machen muss. Mondstaub mit Knochenstaub geht nicht. Okay. Kann ich das jetzt auf so eine Schriftrolle ziehen? Nee. Ich finde es immer extrem doof, dass Knochenstaub sich nicht stackt. Steckt sich nicht, das ist echt doof. Mein Inventar ist so voll. Ja, eben. Nicht genügend Handwerk, ah! Gib mir mal. Hier, Papier. Wie viel Handwerk hast du denn? Papierbogen 0, glaube ich, und Feenstaub. Oh, ich habe auch Handwerk 0, dann hat sich das gerade ja, erledigt. Warte mal, ich kann mir aber Handwerk geben, weil ich habe immer noch nicht geskillt. Das mache ich jetzt einfach. Ich mache jetzt einfach Wissenschaftler und dann kriege ich nämlich Bonuspunkt bei Schmieden und bei Handwerk. So. Zack. Und jetzt? Oh, da steht Elemental Scroll, okay. Nicht übersetzt. Sehr gut. So, zack. Oh, jetzt habe ich noch eine leere Schriftrolle der Erde. Toll. Weiß immer noch ja, nicht. Ja, wie machen wir die denn richtig? Das weiß ich nicht, das stand ja nicht mehr. Wir brauchen ich den nächsten Band. Ich hab mittlerweile eine leere Schriftrolle der Erde, des Wassers und des Feuers. Ja, ich habe auch zwei der Erde und eins der Luft. Ja, wir brauchen das nächste Buch. Muss wahrscheinlich wieder irgendein Stuff herstellen und damit kombinieren oder so. Immer dieser Stress. Muss ich irgendwie einen Zauberstab draufziehen? Nee. Jeder mal. Ah. Ich komm mit. Warte. So, wir müssen noch mit Eklander reden. Ja, und mit die Eva Maria suchen. Die Eva Maria suchen. Oh, ist das hier stressig in der Stadt? Das nimmt ja kein Ende. Flüsterholz liegt, dann nimm das mal mit. Ah, wo? Was? Hier, da, Flüsterholz. Nimm das mal mit. Alt! Ach, da. Zutat. Zack. Du Berex! Feuerpfeile, die ich mitnehmen darf. Danke. Wie sonst noch was hier? Nope. Ich würde schon mal gerne die Stadt wieder verlassen. Ja, ne? Ich habe die Vermutung, dass wir draußen vielleicht gnadenlos sterben werden. Ja. Oh. Wieder. Was ist das? Das kommt, glaube ich, aus dem Haus. Es hat gebumst? Ja, ich weiß. Hier bumst es immer, wenn man hier lang geht. Vielleicht müssen wir, weil die hat ja irgendwas von erzählt, dass die Eva Maria mit irgendeinem Dorf außerhalb zu tun hat oder so. Vielleicht müssen wir dahin. Wer bist du? Bettler? Wer bist du? Oh, hier nehmen 10 Goldstücke. 10 Goldstücke? Hier nehmt ein Goldstück. Was machst du da? Until we meet again. Ich habe meine Sympathie erhöht. Beim Bettler. Hier, nimm ein Goldstück. Das bringt immer was in den Spielen, wenn man das macht. Wenn man Bettlern Gold gibt. Immer. Bei dem jetzt nicht. Irgendwas ist. Oh, hallo Gockel.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit für alle. Wir werden das Böse bald enthaupten und gegen euch richten. Die Revolution rückt näher. Ich sag doch, die Hühner haben eine Revolution vor. Ich denke, das wären die Schweine. Und die Schweine auch. Also. Ach, es gibt die englischen Schweine. Denkst du, die würden sich aber alle so gefallen lassen? Oh, why? Und die Hühner sind auch voll die Rebellen. Ja, die Hühner sind französisch. Ja, die sind voll die Franzosen, ey. Revolution. Wurde die jetzt eigentlich verhaftet? Guck mal, hier ist voll der Markt. Fantastisch. Esmeralda, nur die läuft hier noch rum. Der Gallagher. Gallagher hat nichts an der Tasche. Wo war denn jetzt hier nochmal das? Sprechender Kopf. Oh, was? Ah, nein, 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 nein. Gehen wir mal zur Klinik. Reginald. Gib mir einfach mal Trinkgeld, ohne zu wissen. Er hat hier so einen fake sprechenden Kopf und da ist eigentlich nur ein Mann drunter, da kannst du dir schon. Until we meet again. Fantastic. Excuse me, Stefan needs his space. Have a seat with the rest. Wenn hier alles entdecken kann. Noch ein Huhn. Klack, klack, Berkshire Sheep is gone, gone, gone. Think it vanished through one of them surly shrubs. Berkshire Sheep is gone. Oh, ich glaube, das Schaf, was wir gefunden haben, ist Bertia. Oh, jetzt habe ich aus Versehen auf sein scheiß Bücherregal geklickt. Jetzt hasst er mich. Toll. Oh, was machst du denn, ey? Hm. Sprechen wir über euer Lehrmädchen. Tagebuchaklasse 600 XP. Das war wichtig. Okay. Es liegt ihr fern, ihrem Meister zu sagen, was im Namen der Sieben sie beabsichtigt. Das Mädchen floh von hier, als ob sie gerade erfahren hätte, wo der Stein der Weisen liegen würde. Sie ließ sogar ihre Tasche unbeaufsichtigt im... Oh, sehr gut. unbeaufsichtigt im Nebenraum liegen. Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Das Huhn ist geil. Mhm. Guck mal, das Huhn. Klack, klack. I figured out who murdered Jake before the day is through. Just you wait. Detective Kip is on the case. Yeah. Voll die serious Hühner, ey. Was ist mit ihrem Beutel? Normalerweise behält sie ihn immer im Auge. Sehr seltsam, dass sie ihn da gelassen hat. Wenn ihr ihn euch ansehen möchtet, er befindet sich im nächsten Raum. Was meint ihr, wohin sie geflohen sein könnte? Ich würde es zuerst bei ihrem Haus versuchen. Es liegt ganz in der Nähe. Ich markiere den Punkt auf eurer Karte. Danke sehr. Bah, if you think black sheep are weird, try rare sheep. What? Rare sheep? So, dann wollen wir mal gucken, was hier in dem Beutel ist. Wo ist der denn? Ich mag die Tiere hier. Oh, inaktiver Stein. Nehmen wir mal mit. Was? Ah. Was in aller Welt will ein Leichenbestatter mit jemandem wie Hoggett? Guck mal, die Hühner geben voll Hinweise. Wo ist Hoggett? Wer ist Hoggett? Wir müssen Hoggett finden. Wer ist Hoggett, um Himmels Willen? I give milk, Freude, I give wool. Freude mit Flüssigkeiten, Band 1. Bye. Cool. Don't disturb Master Tyrion now. He's been so busy with his research, the poor deer hasn't had a proper night's sleep in months. Bye. Immer diese amerikanischen Kühe. Freude mit Flüssigkeiten, gib mal her. Bäh. Was ist das für ein Buch? Die Abwesenheit der sieben Götter. Die Erde scheint hier frisch gedüngt und umgegraben zu sein. Offensichtlich hat sich jemand um die Pflege des Grabes gekümmert. Seid ihr sicher, dass ihr seine Ruhe stören möchtet? Oh, das scheint ein besonderes Grab zu sein. Ich und meine Schaufel werden tun, was wir wollen. Ja. Während ihr den ersten Spatenstich setzen wollt, seht ihr euch die Erde unter euren Füßen noch einmal genau an. Oh, oh. Möchtest du hier hin? Ich speichere. Ich speichere. Grabschänder. Alles klar, es ist Zeit zu graben. Jetzt ist plus eins. Ihr taucht eure Schaufel in die Erde. Oh, 41.000 Schaden. Ah! Wow, das war krass. Das war assi vor allem. Ja, ich meine, das hatte ich 10.000 Mal vorher gewarnt, also da konnte man schon mit rechnen. Nee, nicht mit sowas. Oh! Ich habe mit bösen Gegnern gerechnet, die rauskommen, aber doch nicht mit einer Explosion. Wie kacke. Tja. Schiff, du speicherst davon nicht. Dann bist du selbst schuld. Bin da mal weg. Mit Fühlen plus eins. Kannst du jetzt die ganze Zeit deine Dinger da hochstecken? So, Moment. Ich warte mal. Erstmal das hier lesen. Bla 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 bla. Nee, jetzt kann ich es nicht mehr anklicken. Guck mal, ich glaube,
du kannst irgendwie Gift und eine kleine Flasche benutzen und dann hast du irgendwas. Und Steinpilz? Mit Steinpilz kann man irgendwie... Ja. Kann man irgendwie Heiltränke machen, auf jeden Fall. Also ich habe ohne Ende Steinpilze. Also wir brauchen irgendwie eine Flasche, eine Ampulle. Für die meisten Tränke muss dieses Behältnis leer sein. Ich habe letztens schon eine verkauft. Probier mal, ob du den Steinpilz mit der Flasche kombinieren kannst. Ich habe keine Flasche. Warte mal, ich habe eine Flasche. Ich gebe eine Wasserflasche, aber die kannst du ja leer trinken. Ja. Wasser brauche ich für Mehl, für Teig, für Brot. Ja, das kannst du auch machen. Und ich habe auch hier ganz viele Fläschchen noch. Die kannst du auch haben hier. Where's my mail? Ah, ich habe auch einen Fliegenpilz. Kann ich den irgendwie benutzen? Nee. Ich habe hier auch noch einen Giftresistenztrank. Soll ich den mit irgendwas benutzen oder was? Nee. Du musst nur irgendwie... Was hast du mir gegeben? Flaschenständer hast du mir gegeben. Oh. Upsa. Ich müsste dir auch Fläschchen gegeben haben. Ja. Das sind meine Pilze. Aber du kannst die Pilze nicht einfach so draufziehen, weil ich habe gerade schon mit einem Fliegenpilz versucht. Geht nicht. Oh, eine leere Fiole habe ich auch. Ja, gib mir mal die Fiole. Ich glaube eher, dass die es bringt mit den... Dann probier mal. Habt ihr alles gegeben? Leere, nicht genügend Handwerk. Oh, dann gib's mir. Und einen Pilz. Steinpilz oder so. Wo ist das jetzt gelandet? Soll ich den ganzen Scheißchen... Da gibt er mir den Flaschenständer wieder. Achso, da leere Fiole. Zack. Ah, ja. Einfach leere Fiole und Pilz. Schon hat man einen kleinen Heiltrank. Und ich kann nur Tomatensoße. Du kannst nur Tomatensoße. Ich hab Brotteig. Brotteig? Ja. Ja. Müsste man einen Ofen haben. Müsste man. Ich muss den Topf auch anheizen. Ich kann nicht einfach den... Eva Marias Haus. Ah ja, da sollten wir mal hin. Es ist hier, ich hab's gerade zufällig gefunden. Oh, jetzt hab ich aus Versehen den Steinpilz gegessen. Es ist verschlossen. Es ist verschlossen? Nefis schaut dir ganz verdrossen. Ach Moment, ich hab doch ihren Beutel. Ich wollte schon die ganze Zeit mal reingucken. Verschlossen. Ist ein Schlüssel drin, oder? Wo ist er denn hier? Eva Marias Rucksack. Ja, da ist ein Schlüssel drin. Gib mir, gib mir. Schlüssel zu Eva Marias Haus. Hier, hab ihn dir zugeschickt. Dankeschön, bin drin. Oh. Da speichere ich jetzt erstmal. Moment, warte auf mich. Das heißt, ich muss jetzt jede leere Flasche mitnehmen hier, oder was? Nee, die Fiolen. Das geht mit Flaschen ja nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ah. Brief von der Mittlerin. Enthüllungszauber. Okay. Du magst das so gerne lesen, ne? Ja. Wie, ist es nicht erreichbar? Kann ich den Stuhl mal eben wegstellen hier? Was, hast du mir jetzt irgendwas gegeben? Nein, noch nicht. Warte, ich will erstmal das Pergament hier klauen. Oh Gott, alles blinkt. Ja. Okay, wir müssen... wir haben... Ach, okay, gib mir mal den Schlüssel vom Schließfach. Okay. Schlüssel vom Schließfach? So, den hab ich doch. Moment. Schlüssel eines sicheren Schließfachs? Ja. Leichte Perle und nicht identifizierte Bayonet-Keule. Wir, die diesen verborgenen Ort der Mittleren suchen. Wir, die es wagen, den Zauber auszusprechen, den die Göttin fürchtet. Wir, die durch das Tor treten, das die Jäger hassen. Oh, ja, das soll jetzt ein Hinweis sein, das hilft mir. Ich hab dir auch noch ein Buch gegeben, da lernst du noch mit Staub zu Staub und so. Ich habe es wohl nicht richtig benutzt. Okay, wir müssen... Was hast du mir gegeben? Ich hab dir ein Dings gegeben für das Staub zu Staub Gebimse. Geheimnisse der Schriftrolle Band 1. Ja. Knochenstaub. Mehr so ein Stößel. Das ist das gleiche? Aber ich habe ein Rezept gelernt, als ich geöffnet hatte. Ja, das ist aber nur am... Eva Marias Tagebuch. Ach so. Mehr so ein Stößel ist nicht so gut. Wir sollen uns langfristig eine bessere Lösung suchen. So she's got a lair on the beach. Ach nee, doch. Perhaps that's where she stashed Jake's body. Ich hab dir das Tagebuch gegeben, falls du wissen willst, was jetzt abgeht. Lies mal das Tagebuch vor. Doch, mehr so ein Stößel ist doch gut. Über Marias Tagebuch. Soll ich vorlesen? Dafür habe ich schon die XP bekommen. Ja, lies vor, wenn du willst. Da steht drin, wo die Leiche ist und wo sie ist. Ach so, ja, wir sollen ja dieses Labor von ihr finden. Sobald Dietmar mit dem Stab eintrifft, werde ich nicht mehr aufzuhalten sein. Wie erfreut die Mittlerin sein wird.
wie großzügig sie mich belohnen wird, wenn sie sieht, was ich getan habe. Wie ich den Ratsherrn zurück ins Leben gerufen habe. Was? Ich habe alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um das Versteck am nordwestlichen Strand vor neugierigen Blicken zu schützen. Wir müssen an den nordwestlichen Strand. Das schreibt man dann auch so genau. Sodass nur diejenigen eintreten können, die den Zauberspruch kennen. Ich muss schon sagen, dass Ahus kleines Monster, das die Kontrolle über den nördlichen Pfad übernahm, der dorthin führt, ein echter Glücksfall war. Nur wenige Dummköpfe werden dem Ungeheuer entgegentreten und mein Versteck wird unbehelligt bleiben. Möge die Göttin mich leiten. Oh, zu Ende, obwohl man umblättern kann. Lustig. Zum nordwestlichen Strand. Ja, Moment, ich habe hier noch was zu identifizieren. Ja. ein beschlagene Holzkeule des Hitzkopfs. Erforderstärke 6. Warte mal. Oh, ich schieb immer mein doofes. Kannst auch Rechtsklick und Senden anmachen, ne? Das mag ich aber nicht machen. Mag ich nicht. Okay. Ich habe so viele Bücher im Inventar. Ich verkaufe die immer, deswegen verkaufe ich sie. Nein. Die wichtigen Bücher kannst du eh nicht verkaufen. Will nicht verkaufen. Ich brauche eine Kiste, wo ich die lagern kann. Ich brauche ein Haus. Du hast einen Rucksack. Ach nee, du hast den nicht, ne? Doch, ich habe sogar jetzt noch Eva Marias Rucksack. 2 Rucksäcke. Ich kann ja die ganzen Bücher da reinstecken. Stimmt, gute Idee. Wo läufst du hin? Ich bin schon am Tor. Achso. Nordwestlicher Strand. Excellent. Let's keep it that way. To leave the city is to venture into danger. Danger. Warte mal, ich will erst mal hier. Wir verlassen mal die Stadt. Yay! Oh mein Gott. Oh, es regnet. Es geht voran. Oder so. Nicht ein Monster. Oh. Danger. Was ist denn da? Ein gepanzerter, ein Taubter. Oh. Hi. Na? Ich konnte ja nichts lernen, ne? Nee, hör zu. Ich möchte, glaube ich, auf den Bogen wechseln. Möchtest du auf den Bogen wechseln? Ja, habe ich gerade getan. Attacke! Oh. Gott, warum habe ich so viel Kram im Inventar? Panzerter, ein Taubter, Zombie und untoter Schwertkämpfer. Oh, okay. Sie sind schon nass, du brauchst es nicht regnen lassen. Ich kann es gar nicht regnen lassen. Ach, ups, zwei Jahan. Na naja, egal, ich hab mal Jahan verstärkt. Ja, toll. Jahan. Es geht nicht bis dahin. Oh. Das war jetzt blöd. Das war dumm. So, ich habe einen Bogen und ich werde ihn benutzen. Hast du das? Ja. Wenn das Skelett ist, dann kannst du die bestimmt nicht vergiften. Das hier ist ein Zombie. Das wird auch nicht gehen, ja. Aber den können wir bestimmt tot heilen. Der hat auch gar keinen Schaden genommen. Ja, weil vergiften bei Zombies immer schlecht ist. Aber er hat Schaden genommen, aber er hat keinen Schaden genommen. Das meine ich. Das ist merkwürdig. Und nicht so gut. Du kannst das Wasser fassen. Und dann? Nebeln? Nee, da musst du Wasser und Feuer verknüpfen. Ich mach mal. Teleportation! 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 Okay. Den hast du aber weit weggebracht. Ja, wenn schon, dann denn schon, ne? Machen wir das hier auch mal. Wo ist denn das? Aber wenn der Bogenschütze ist. Ne, das sind ja alles keine Bogenschützen, ne? Oh, ist ja sogar fast tot schon. Ja. Ach, ging das doch auf den oben drauf zaubern? Den Enthaupter? Ich hab da hingezaubert. Hm. Sand. Oh. Warm. Verbrennung. Ja, ein bisschen. Röms. Er kann heilen, die Sau. Ach, er ist fast tot gewesen. Ja, sag ich doch. Der war echt fast tot. Ich glaube, der Zombie stirbt, bevor er bei dir ist. Ist laut. Hör da hinrennen, ey. Du suchst aus, machst den Zombie tot oder den Enthaupter? Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist zu weit weg, der Enthaupter. Ich kann es ja mal probieren. Mit irgendwas. Nee. Ich kann nur. Nee. So. Was? Der ist nicht tot? Nein. Aber vielleicht verbrennt er noch. Verdammt.
kann ich noch irgendwas zaubern? Ja, das kann ich noch zaubern. Yay! Ich bin an der Reihe. Ja, der heilt sich jetzt halt immer die ganze Zeit, ne? Das jetzt halt nicht mehr. Ja doch, klar, das ist ja passiv. Ach so. Töt den Zombie. Schleichen für ihn geschlagen, was? Ja, weil ich zäh gedrückt hab. Er hat mich vergiftet. Na toll, wer konnte das denn ahnen? Aus ihm kam eine blöde Pfütze. Eine blöde Pfütze, Ah, so viel heilt er ja nicht. So, dann gehe ich mal ein Schrittchen vor. So. Oh, komm schon, ey. Es macht keinen Schaden, der scheiß Stab. Jetzt hätte sich Stufe 4 wert. Tot. Ruder dich ganz hier rum. Drudenae. Was ist das denn? I don't know. Schriftrolle der Erfrierungsimmunität. Achso, weil ich wollte gerade sagen, warum kann ich keinen Bogen benutzen? Weil? Weil du nicht ausgerüstet hast. Genau. Du Held. Ich habe nicht genug Aktionspunkte dafür. Dann machen wir den Fall der Hinderung. Nein. Piu, piu. Er hindert dich. Genau das tut er. Okay. Ich bin wieder dran. Ja, das macht ja alles keinen Schaden. Kann man ne? Jaha nicht eine KI geben, dass der automatisch kämpft? Weiß ich nicht. Das geht. Soll man mal. Piu. Gewandtheit verringert. Piu. Piu, piu, piu. Jetzt kann ich nichts mehr. Attacke! Ins Gesicht! Yay! Erstmal einsammeln. Trudene. Komm mal her. Was hat er denn? Eine Frisur kann ich sammeln. Eine Frisur? Was? Ja. Hier, Frisur. Henker, Zutat, okay. wo laufen wir jetzt eigentlich gerade hin? Zum Strand. Zum Strand. Optionen. Was ist denn hier markiert? Spiel. Eva Marias geheimes Versteck. Achso, okay. Das ist ja total geheim. Kann man den Jahan eine KI geben? Nö. Nope. Charaktere zuweisen. Okay. Achso, du kannst ihn einfach mir dann an den Hals hängen. Ah. Also, wenn wir noch einen kriegen, dann kann ich den ja nehmen. Ah. So, guck mal, du kannst jetzt auch zum Beispiel deinen Charakter einfach mir geben. Nee. Ja. So nicht, Fräulein. Lauf nicht zu schnell und zu weit. Okay, ich warte. Wir wollen nach Nordwesten. Ja, wollen wir. Das sind Gegner. Da ist ein Giftfass. Da sind nicht wenige Gegner. Nicht? 1, 2, 3, 4, 5 Stück sehe ich. Ich will aber Stufe 4 werden. Aber das sind zu viele. Warte mal, heil dich erstmal. Das sind echt viele. Sternenstaubkraut. Eieiei. Das sind wirklich viele. Wo Steinpilz. Ich laufe hier hinten rum. Bist du da unten hingegangen? Ich möchte nicht unbedingt... Wie oft heilst du mich? Das geht immer über 3 Runden. Vogelscheuche Stufe 4. Okay. Oh! Oh nein, was hast du getan? Das sind 6 Gegner. Den habe ich nicht gesehen. Oh, fuck. Jahan ist nicht da. Oh, fuck it. Das ist ein Explosivskelett. Ich hab ja, das Explosivskelett Angst. Sollte nicht so... Von wo soll ich kommen? Von unten oder von oben? Ich weiß nicht. Hier ist so ein Zaun im Weg. Also eher von unten? Klar, keine Ahnung. Bin ist drin. Schon da. Wer ist dran? Ich. Schieß auf das Schleimfass. Schleimfass? Das Vieh ist gefährlich. Das ist doch bei mir explodiert. Das ist so ein Vieh. Schleimfass. Achso. Ich wollte das hier gerade mal ein bisschen auf den Bogenschützen teleportieren oder so.
mach halt irgendwas. Okay. Ist die Vogelscheuche auch böse? Nö, die liegt da nur. Er ist gestorben. Oh, sehr gut. Ich glaube, das war die perfekte Lösung dafür. Trotzdem auf Schleim fast schießen. Ach, du bist hier unten? Ach, da sind ja noch welche. Ja, oh, sag ich was? Doch. Oh. Sowas aber auch. Nein, das wollte ich nicht. Das war jetzt dumm. Was hast du denn gemacht? Oh, schieß mal hinter mich. Das war so blöd. Das war echt blöd. Ich wollte da hinklicken, aber... Oh. Oh Gott. Der hat eine Giftwolke gemacht, ganz dreist. Und heilen tun sie sich auch noch. Ja, ist klar. Ich sag doch, schieß aufs Schleimfass. Ja. Oh, ja, Hahn. Den Super Bomberman getötet. Hast du ein Inventingses? Musste Jahan heilen. Oh Gott. Okay, dann schieße ich aufs Schleimfass. Ja. Piu. Mist. Was bringt das jetzt? Wenn sie reinrennen, wir sind sie vergiftet. Wir müssten theoretisch wegrennen. Wegrennen? Ja, so ein bisschen wegrennen, damit sie reinrennen. Ach so, ja. Ich kann mal ein bisschen zu dir hier unten. Oder kann ich ein bisschen zaubern? Ja, kann ich. Oh, gut. Warte mal, dann falscher Zauber. Ich will den Zauber benutzen. Mal so. Eingefroren. Hallo. Blendet ein Ziel. 4 Aktionspunkte. Geblendet. Geblendet. Gelähmt. So. Ich glaube, Jahan überlebt das nicht. Sieht eng aus. Oh, was, er ist dran vorbeigelaufen. Und null gemacht. Ich glaube, das bringt bei denen nichts. Wie Jahan abschlachten. Nein, das ist echt extrem. Der kann sich auch, der hat auch einen Heilzauber, ne? Ja, ja. Sogar einen besseren, glaube ich. Lauf ein bisschen. Lauf weg, Jahan, lauf weg. Tja. Soll ich jetzt Jahan heilen, oder? Die, ja, heil Jahan, weil hier unten sind sie schon entschärft. Außer der eine hier. Hier sind nämlich 3 Skelette. Okay. So, ich glaube, ich kann noch einen lähmen. Dann lähm den hier. Oder den Bogenschützen. Ich weiß nicht, ob ich so weit noch komme. Okay, dann... Oh, der kann, glaube ich, heilen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher das war. Verlangsamt. So. Oh, wie wenig Schaden die nehmen. Leute. Wow. Das hat ja gar nichts gebracht. Deswegen, wovor hast du uns hier reingeschickt? Ich hab die nicht gesehen! Jahan! Oh Gott! Oh Gott, Jahan. Plus no. Jetzt kriegst du es ab. Du hast noch nichts abbekommen. Au. Steck's weg. Au. Ah, Jahan, so, was machen wir jetzt mit dir? So. Sehr gut. Laufen wir ein bisschen weg. Komm mal hier hin. Ja, versteck dich hinter mir. Achso, ich kann ja noch jemanden verstärken. Das wäre bei mir ganz gut. Du bist zu weit weg. Ich hab da so einen Debuff. Echt? Ja, weil ich umzingelt bin. Ah, stimmt. Ja, warte mal. Ich geh mal. Oh, Mist. Dann kann ich es nicht mehr einsetzen. Ich kann einen Schritt vorgehen. Nee, nützt nichts, du bist zu weit weg. Geht ja anders. Wieso kann ich das Inventar nicht mehr ändern? Kann man im Kampf keine Items mehr schieben? Weiß ich nicht. Ist natürlich schlecht. Bum 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 b
Mach so wenig Schaden. Mm, wir sind schon ein bisschen jämmerlich irgendwie. Nicht genug Aktionspunkte, nicht genug Aktionspunkte. Ich hab nicht genug Aktionspunkte. Ich glaube, du hast nicht genug Aktionspunkte. Was habe ich denn noch an Rollen? Hätte ich die mal früher benutzt. Die Beschwörungsschriftrolle. Hm. Wie viel habe ich denn noch? 2. Oh mein. Autsch. Na, autsch. Gut, dass der andere noch eingefroren ist. Absorbiert 25, ey. Ja. Ich ihm so viel Rüstung verpasst hab. Boah. So. Halb. Halb. Gut, dass du so viel absorbierst. Ja. So, warte mal. Wer von denen hat denn jetzt am wenigsten Leben? Der da unten bei dir, ne? Mhm. Der da geblendet ist. Ja, natürlich komme ich nicht an den ran. Warum auch? Du könntest mal ein paar einfrieren wieder, wenn es geht. Nee, geht nicht mehr. Also im Moment nicht. Ah doch, jetzt. Ich kann nur mit meinem Piu-Piu-Zauber angreifen. Ah, toll. Nochmal? Nee, geht nicht. Ja. Ich habe 7 Aktionspunkte. Kriege ich damit irgendwas beschwört? Ich brauche 8. Oh, was? Nein! Elemente benutzen die ja nicht. Schon eine Versteinerungsaufhebung. Hm. Aha. Aha! Hätte auch mal gucken können, ob ich irgendwie Schriftrollen habe. Da ist er! Keine hilfreichen. Oh, was? Ich habe einen Untoten beschwört. Ja, der kriegt jetzt gerade aufs Maul von dem anderen. Aber yeah. Lieber er als ich. Anführer in Sicht. Jetzt die Musik so. Ja, brr, brr. You can do it! Können das schaffen! Wir sollten unseren Schaden nicht so aufteilen übrigens. Keine gute Idee. Alter. Macht gut Schaden, der Untote. Ja. Und er lenkt sie ab. Warum seid ihr jetzt eigentlich hier so flankiert und... Mann. Und er lenkt sie ab. Ja, sehr gut. Ich will endlich mein Eiselementar beschwören können. Wie oft kann der denn hauen? Zu oft. Piu, piu. Geh ohne mich weiter. Oh, was? Willst du mich verarschen? Kannst du nicht nochmal piu piuen? Ja, ich kann nochmal piu piuen. Stirb! Einer ist yes. Weg. Yes! Oh Gott. Oh, okay. Ich bin dran, okay. Ja, mein Freund. Wie verfehlt. Das Blatt hat sich gewendet. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Egal. Ich konnte eh nichts mehr machen. Der arme Untote. Mhm. Wie das Gift bei denen nix macht. Ja, das ist, wow, so nützlich, das Fass. Wird er noch? Er ist unserer. Er ist noch voll. Viele hier stehen. Mach den tot. Wenn's geht. Gelebt. Ah, du Sau. Ja, das ist nicht gut, wenn man sowas macht. Jetzt rennen sie. Du hast meinen Freund getötet. Was? Komm, es sind nur noch 1, 2, 3. 4. Nee, 3. 3 noch. Okay. Wir schaffen das. Und toter Schütze. Wir haben schon dezimiert. Toter Schwertkämpfer. Was meinst du, wer schneller stirbt? Schütze, oder? Ja, der Schwertkämpfer ist doch schon... Ach nee, das ist unserer. Nee, die sind alle noch, beide noch voll. Der Schütze da oben ist schon geschwächt. Hä? Ach, da ist ja noch einer! Ja. Oh, Alter. Piu!
Piu! Ich kann nichts anderes mehr machen. Das ist traurig. Noch eine Beschwörung wäre jetzt übertrieben, ne? Ja. Was schaffen wir jetzt eigentlich? Würde ich sagen. Sagst du das? Ja, sag ich. Das sag ich. Los. Hau ihn. Hau ihn. Mach Pixie. Warte, ich will. Was machst du? Was tust du? Das wollte ich eigentlich nicht. Was wolltest du denn? Kann ich das Skelett nicht heilen? Das tötet das doch bestimmt, au, oder? Au. Würde ich mir jetzt so... Pieks, Pieks. Du machst so viel Schaden. Kritischer Treffer. Kritischer Treffer. Oh. Oh, jetzt muss er sich bewegen. Piu. Hat er auf mich geschossen? Hm, du heilst dich irgendwie. Oh, jetzt ist Skeletti tot. Arme Skeletti. Ja. Jawohl. Sehr gut. Da ist er gelähmt. Ja, das ist viel besser im Zaubern als ich. Kann nix. Und toter Schütze. Achso, ja. Können wir durch im Schützen. Piu. Friss meinen Glitzerstaub. Einmal noch so einen guten. Ich. Ah doch, ich kann nochmal. Ich dachte schon. Ja! Yeah. Dead. Mach kritische. Mit deinen süßen Schaden. Mach schon. Einmal noch. Yes. Du kannst so oft angreifen, das ist echt krass. Ja, weil ich eine Waffe habe, die nur zwei Aktionspunkte braucht. So. Au! Wäre es auch ziemlich OP, wenn die mehr Schaden machen würde. Ja! Gelähmt. Gelähmt und geblitzert. Und hier liegt ein nicht identifizierter Scheibendolch. Ja, ich hab schon gesehen. Piu! Den möchte ich natürlich haben. Warum kann ich nicht nochmal Piu machen? Warum kann ich nicht nochmal Piu machen? Weil er zu weit weg war? Nee, weil ich nur noch 3 Aktionspunkte habe. Eingefroren, gelähmt. Scheiß alles. Leben, wa? Gib ihm den Rest. Ich will nicht hinrennen, weil der Strom ist. Ja, ja, nö. Schieß einfach. 4. Yay. Ja, Skelette und Bogen ist immer so eine Sache, ne? Eingefroren, gelähmt, ist kacke. Das ist doof gelaufen für dich. Schnuff, schnuff. Mach den Rest, Lu. Die haben mich gelähmt und eingefroren. Stand ich in der Blitzpfütze. Sie waren alle ganz gemein zu mir. Wir haben es geschafft.